Wir alle werden hier und da mal verletzt und wissen oft auch nicht, wie wir mit dieser Verletzung umgehen. Das heißt, heulen, sich als Opfer fühlen, verstecken. Frage dich selber, wenn du verletzt bist, dich getriggert fühlst, versuchst du diese Gefühle loszuwerden oder versuchst du aus ihnen zu lernen? Lerne zu verstehen, wovor du wirklich Angst hast. Was sind deine unterbewussten leisen Selbstgespräche? Was sagst du dir selber? Machst du dich fertig? Was bräuchtest du in dem Moment, wo du gerade verletzt bist? Was wäre das, was dich beruhigen würde? Wie willst du mit dir umgehen? Und wisst ihr, beides tut weh. Das Nicht-Hinschauen, wenn du verletzt bist. Einfach ignorieren, aber trotzdem tut's weh. Oder das Hinschauen, das tut auch weh. Beides tut weh, aber nur eines kann heilen. Und du entscheidest dann, möchte ich wirklich tiefer schauen oder mich einfach nur ablenken, projizieren und den Täter beschuldigen. Dann machst du dich immer zum Opfer. Und umso mehr du hinter das Gefühl schaust, was macht es mit dir? Was bräuchte ich gerade? Was würde mir jetzt gut tun? Wo tut es weh? Wie fühlt es sich an? Wovor habe ich in Wirklichkeit Angst? Also wirklich an deinem, ja, an dir selber arbeiten, an deiner Innenwelt. Umso mehr kommst du da raus aus dieser ganzen Sache wie ein Stachel aus dem Finger. Ich wünsche dir alles Liebe und bis bald.